Willkommen zu einer weiteren Folge Luma Island. Immer noch die Demo. Ich habe jetzt im Nachgang gesehen, dass man die noch spielen kann und dann wollte ich das jetzt tatsächlich nochmal tun. Habe ich vor meinem Urlaub nicht mehr geschafft. Aber mich hat noch interessiert jetzt quasi im Nachgang, ob es einen Unterschied macht. Wir können ja diesmal jemand anderen spielen. Was einen Unterschied macht, wenn man einen anderen Beruf wählt. Ob dann irgendwie die Aufgaben tatsächlich großartig anders ausfallen, ich vermute es eigentlich fast nicht. Aber hätte schon was. So, Schnorr können wir diesmal lassen. Kuschelig, heroisch. Wir können diesmal kuschelig einfach mal nehmen. Mal gucken. Ist da irgendein Unterschied gibt? Wahrscheinlich ohne Monster dann oder was? Ohne einen Gegner? So, jetzt haben wir quasi schon alle unsere Sachen. Genau. Und jetzt steigen wir, das habe ich mir fast gedacht, jetzt steigen wir direkt da ein, dass wir uns jetzt einen Beruf quasi auswählen. Man kann die also nicht schlagen. Aber okay. So. Überspringe ich jetzt? Kennen wir ja schon. So, wir hatten als letztes ja den Schatzjäger. Ich würde, glaube ich, das mal nehmen wollen. Werde zum Archäologen Lehrling, sprich mit Ariane auf dem Hügel mit Blick auf die Stadt. Ich vermute mal, das ist da, wo ich letztes Mal dachte, das wäre so eine Art Hexenhaus. Ach doch, da hinten steht sie. Ich wollte schon sagen, ich bin vielleicht doch verkehrt. Ich werde jetzt auch nicht explizit alles wieder hier absuchen. Nur was vielleicht gerade auf so auf dem Weg liegt. Immer ein neues Gesicht in unserem malischen Kleinstädtchen? Bin Ariana, Schätzchen. Keine Sorge, ich beiße nicht. Es sei denn, du verdienst das natürlich. Ich habe das Gefühl, dass du und ich einige faszinierende Gespräche über die Eigenheiten dieser Insel führen werden. Oh, ich sehe, du hast eine Archäologenberufsgenehmigung. Berufsgenehmigung. Was für ein entzückender Zufall. Hör gut zu, Liebling. Ich habe ein kleines Projekt, das jemanden mit deinen besonderen Fähigkeiten braucht und einem gewissen Mangel an Wissen über seinen wahren Zweck. Schau mich nicht an. Ich versichere dir, es ist alles für einen guten Zweck. Größtenteils, denke ich. Wahrscheinlich. Ich brauche dich, um etwas für mich herzustellen. Eine Krone, um genau zu sein. Die Katali-Krone, altmächtig und absolut essentiell. Oh, mach dir keine Gedanken über das Warum. Lass uns einfach sagen, es ist entscheidend, um weitere biologische Lohn zu verhindern. Du machst einfach deine Magie im übertragenen Sinn natürlich. Ich werde dir Rezepte zum Anfang geben und eine Zeichnung für deine Werkstatt. Wende diese Aufgabe und du wirst feststellen, dass ich sehr großzügig bin. Scheitere und nun, lass uns diese Option nicht in Betracht ziehen. Einverstanden? Scary. So, kaufe eine einfache Werkbank. Ich hoffe, die können wir uns auch gut schon leisten. Dum di dum.
Was ist? Eine Seilbahn? Cool. Ich bin gar nicht aufgefallen das letzte Mal. Ah. Gratis. Sehr schön. Baue eine einfache Werkbank. Na dann los. Wir sind wieder hier. Einfache Werkbank. So, wir brauchen Holz. Licht. Was brauchen wir jetzt? Alle Farmfackeln in einer einfachen Werkbank her. Dafür brauchen wir Holz und das finde ich halt nervig, dass es verschwindet. Ich würde halt gerne wissen. Farmharz. Ja, wo kriege ich das her? Okay, Gras gibt nur Heu. Die wollte ich den Pilz haben. Oder so. Wie hieß das? Keine Ahnung. Gedächtnis wie so ein Sieb, ey. Also Harz würde ich doch normalerweise vom Bäumen erhalten, oder nicht? Einmal Farmharz, na wow. Wie viel brauchen wir? Waren das drei? Ah ne, wir können schon.
Baue eine Archäologenwerkbank. Okay, ups. Baumenü. So, Bretter. Jetzt müssen wir die anderen Sachen hier auch noch bauen. Brennofen auf jeden Fall. Und das Sägemühle. So, das Ding ist auch fertig. Also, was brauchen wir? 5-mal Holz. Das können wir uns, glaube ich, gar nicht mehr leisten. Nee, toll. Also bisher gleicht sich ja wirklich, bis auf die Person, mit der wir sprechen mussten, ja alles noch. Hier haben wir gerade mal, okay. So, dann Holzkohle. Ach shit, die Holzkohle. Das andere brauchen wir ja wieder woanders noch, ne? Hier die Erdschmelze, shitty. Ultraraffinerie, okay. Brauche ich ja schon wieder noch mehr Bretter. Kohle, Steine. Ach, Steine auch noch. Oh. Dazu muss ich das Rezept erst kaufen, ne? Oder? Hier kriege ich das nicht hier. Hier würde ich das Glas herkriegen. Dreck. Okay, zack. Und da gucke ich mal kurz. Müssen wir uns wahrscheinlich aus dem Laden holen, oder was? Ich bin gerade verwirrt. Es stand doch eigentlich irgendwie da, als wir Stein abgebaut haben, dass ein neues Rezept verfügbar ist, oder nicht?
Na gut, machen wir erstmal ein Päuschen. Spitze, bedanke mich. Bis dann.